Altersheim. Altersheim, ne? Also jetzt Moment mal, wir sind da. Routenplanung am Morgen. Bei einem Bauern am Rande von Sulzburg haben sie übernachtet. Die Pferde auf der Weide, sie selbst einfach unter freiem Himmel. Wenn es regnen wird oder sowas, hängen wir die Hängematte eben auf und spannen so einen Tarp oben drüber. Weil das trocknet relativ schnell. Ein Zelt wird irgendwann feucht und dann hast du ein Mief in der Bude. Wie ist das Schlafen unter freiem Himmel? Cool. Oh, göttlich. Ja? Göttlich. Auf jeden Fall. Es ist viel schöner, ich will gar nicht ins Bett. Eine Reise mit Pferden. Schweizerin Maggie Appenzeller hat sich damit einen Jugendtraum erfüllt. Denn sie ist absolute Pferdenärrin. Die beiden Isländer Stígur und Fögnudur sind ihr Ein und Alles. Lange ist der Plan in ihr gereift. Vor einem Jahr dann hat sie beschlossen, den Traum wahr werden zu lassen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nächstes Jahr werde ich 60. Es gibt ein Lied von Sina, wenn nicht jetzt, wenn denn. Wann nicht jetzt, wann dann? Jetzt erfülle ich mir meinen Jugendtraum. Aber da muss ich noch jemanden finden, der mitkommt. So kam Stefan Schlossmacher aus Jestetten in ihr Leben. Der Kontakt kam über eine Freundin zustande, die meinte, der ist genau der Richtige dafür. Dann hat sie mich gefragt und ich habe mir gedacht, das ist so bekloppt, das passt genau zu mir. Und dann habe ich kurzerhand zugesagt. Und noch bevor es richtig losging, wurden sie ein Paar mit dem gleichen Ziel. Dabei hat Stefan Schlossmacher normalerweise nichts mit Pferden am Hut. Deshalb musste Maggie etwas umplanen, denn eigentlich wollte sie den ganzen Weg reiten. Jetzt sind sie zu Fuß unterwegs, die Pferde tragen das Gepäck. Richtung Laufe? Ja. Ah, zuerst links richtig laufen. Ja. Und dann gehen wir die nächste Straße wieder rechts rein. Dann kommen wir noch, wenn wir immer geradeaus gehen, kommen wir irgendwann. Wir können noch schön durchtreiben, dann sind wir nicht auf der Straße. Von Sulzburg im Markgräfler Land geht's jetzt weiter Richtung Frankreich. Ganz gemächlich, ohne konkretes Tagesziel, ohne genauen Plan. Sie lassen sich einfach treiben. Das gibt mir das Gefühl von frei sein. Frei sein und mich mit der Natur verbinden. Das ist eigentlich Leben, nicht dem, wo wir alles hinterher rennen. Das ist eigentlich Sinn der Sache. Eins sein mit der Natur und mit den Tieren, ihren treuen Weggefährten auf dieser Reise. Ein Luxushotel, das würde mir nicht so viel bringen, kenne ich alles schon, aber da bin ich eingesperrt. Und der Luxus, am Abend auf dem Berg zu sitzen und die Luft zu spüren und den Sonnenuntergang und die Aussicht zu genießen am Lagerfeuer, das ist so viel mehr Luxus. Aber es ist auch anstrengend. Stundenlang laufen, in sengender Sommerhitze. Die Pause am Mittag, irgendwo in der Natur, das ist Luxus und die Gemeinschaft. Man verbindet sich aber wirklich auch als Herde. Zwei Menschen, zwei Pferde, ein Hund und irgendwie wird alles eins. Für die Reise haben beide alles hinter sich gelassen. Er einen Betrieb für Baumfellarbeiten, sie ihr Business als Tiertherapeutin. Sogar die Wohnung hat sie gekündigt. Wenn ich nach Hause komme, dann muss ich schauen, wie es weitergeht. Jetzt genießt sie erstmal die Freiheit. Und ab und zu schwingt sie sich doch in den Sattel und macht so ihren Jugendtraum absolut perfekt.